Die bayerische Gemütlichkeit. Im Wirtshaus ist sie daheim. Wären da nicht Begriffe wie Fleischkäse statt Leberkäse, Kartoffelpuffer statt Reibadatschi? Und muss es unbedingt ein Spiegelei sein? Schmecken nicht ein paar Ochsenaugen in Bayern einfach besser? Das denkt sich auf alle Fälle Franz Sonnenberger. 30 Jahre hat er in Nürnberg gearbeitet. Nach der Pensionierung lebt er wieder in München und traut seinen Augen nicht. Wirtshäuser werden zu Speisemanufakturen. Wehret den Anfängen, dachte er sich, und nahm sich als Lektüre die Speiskarten bayerischer Wirtshäuser vor. Was ist alltäglicher als eine Speiskarte? Ich werde wahrscheinlich öfter in die Hand genommen, wie jedes andere Buch in Bayern, Schulbücher vielleicht ausgenommen. Also Alltagskultur, das ist Wirtshauskultur und damit sind wir bei der Speiskarte. Beim Studium so mancher Speiskarten wird aber schnell klar, hier ist das Bayerische nicht daheim. Rösch heißt kross. Unnötige Apostrophen feiern fröhliche Urstände. Und lecker ist heutzutage sowieso alles, von Flensburg bis Garmisch. So etwas findet sich in fast jeder Karte. Ja, eigentlich eine schöne bayerische Karte. Schaut bloß so Details wie eine Schweinebrust. Man hat ja auf dem Teller bloß die Brust von einem einzigen Schwein und nicht von mehreren, die man durch die Küche drin hat und dann auf dem Teller. Also es muss eine eigene Schweinsbrust heißen. Seltsamerweise beim Kalb wird es ja auch richtig gemacht. Da heißt es dann ein Kalbsherz, ein Kalbsleber und so weiter. Dann auch da Pfifferlinge in Kräuterrahm oder Pfifferlinge mit Speck. Das sind real bei uns in Altbayern, in der Oberpfalz. Eierschwammerl kann er doch eigentlich auch machen. Nach etlichen Wirtshausbesuchen und der Lektüre hier unzähliger Speiskarten entwickelt sich für den studierten Historiker G. Staat ein repräsentatives Bild der gängigsten Sprachausrutscher. Wie rote Beete statt roter Rüben. Wenn halt Sünden drauf sind, dann notiert man es oder man lässt sie gleich. Das ist mir einmal passiert, das von einer Elternbedienung, eine ganz nette Bedienung. Die hat mitgekriegt, warum ich mich so für die Speiskarten interessiere und dass ich da Notizen mache. Dann hat sie mich halt gefragt, warum und wieso. Dann hat sie gesagt, da, nehmen Sie es gleich mit, brauchen Sie es nicht aufschreiben. Weil das freut mich, wenn da was gemacht wird. Weil da haben wir da den Kartoffelpuffer haben wir drin, als ob wir keinen Reibadatschi mehr hätten. Aber ich zerreiß mir aus Mai bei unseren Chefs, keiner hört auf mich. Aber wenn ihr vom Verein jetzt da was macht, das ist wunderbar, hat sie gesagt. Der Verein, für den Franz Sonnenberger seine Liste erstellt, ist der Förderverein für bayerische Sprache und Dialekte. Aus dieser Liste wird eine Broschüre, sozusagen ein kleiner Sprachführer für Gastwirte. Angefangen hat die Arbeit daran im Herbst letzten Jahres. Was Vereinsvorstand Horst Münzinger und Franz Sonnenberger nicht wollen, ist mit erhobenem Zeigefinger belehren. Vielmehr geht's um den Spaß am richtigen Bayerisch. Und traditionelle Begriffe für die Gerichte. Wir wollen die Leute eigentlich begeistern. Wir wollen Sympathie haben für die bayerische Sprache. Das ist das, was wir wollen. Und wir sind ein Förderverein und kein Diskriminierungsverein. Ja? Und deshalb machen wir das alles auch und sagen, das ist ein Angebot. Wenn ihr es so nicht mehr wollt, ist es recht. Wenn ihr Verbesserungen habt, her damit. Ja? Und wenn ihr es nicht haben wollt, dann wollt ihr es halt nicht haben. Eine Broschüre, in der der Koch Schorsch auch erzählt, dass das bayerische Wirtshaus ein Treffpunkt für jedermann sein und bleiben soll. Wirtshauskultur, das ist ein Stück Lebenskultur. Und dazu gehören halt auch gelbe Rüben, Blaukraut, Krähen statt Meerrettich. Und andere Begriffe des Bayerischen. Der Regensburger Sprachwissenschaftler und Dialektforscher Professor Ludwig Zehetner hat den kleinen Sprachführer unter die Lupe genommen. Bringt da was? Ja, weil ich habe ja schon selber jetzt des Öfteren Anfragen von Wirtsleuten kriegt, daten Sie mir die Speiskarten durchschauen. Ich möchte nicht haben, dass da was falsch drinsteht. Also, dass dann da eben rote Beete drinsteht oder irgend so etwas. Nicht? Oder dass dann Rotkohl oder irgend so was drinsteht. Es geht nämlich auch um unser Selbstverständnis, das wir mit bayerischen Wörtern ausdrücken. Begriffe, die für Generationen gang und gäbe waren, sind heutzutage in Gefahr, verloren zu gehen.
es ist ein Bedürfnis da und das wird da teilweise wenigstens befriedigt. Und wenn das einigermaßen befolgt wird, ist ein Fortschritt. Das Bayerische Wirtshaus. Der Hotel- und Gaststättenverband möchte, dass die UNESCO es in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufnimmt. Wirtshauskultur ist also ein durchaus besonderes Gut. Und deshalb ist Franz Sonnenberger schon wieder unterwegs. Im Grünen Baum in München-Obermenzing ist Kalin Brezian, ein gebürtiger Rumäne, der Wirt. Seine Frau Anna Sperl ist Oberpfälzerin. Beide nehmen sich Zeit für den Sprachführer und das Bayerisch ihrer Speiskarte. Auch hier gibt's den einen oder anderen kleinen Fehler, der sich oft durch die Hektik des Alltags einschleicht, obwohl man's eigentlich durchaus besser weiß. Ich arbeite schon ziemlich lange in bayerischen Gaststätten und das kenne ich dann aus der Küche. Weil die Köche reden einfach eigentlich so, wie es hier steht, aber in der Karte kommt es immer ein bisschen schwieriger durch. Ja, offensichtlich, wie wir gesehen haben, wir haben ja Meerrettich und Krähen eigentlich schon beides auf der Karte und trotzdem hat sich da viele eingeschlichen. Also, man passt halt wahrscheinlich nicht so auf. Insofern ist es ganz nett, wenn man da einen Hinweis kriegt. Schaden kann es auf alle Fälle nicht, wenn es auf der Karte richtig steht. Wenn das Bayerische gepflegt wird, etwas wert ist. Wenn es als unsere Alltagssprache bewahrt wird. Wir wollten einfach helfen, dass die Speiskarten in unsere bayerischen Wirtshäuser wieder eine bayerische Sprache spricht. Und deswegen ist der Sonnenberger Franz weiter unterwegs und bringt seine Broschüre unter das Wirtsleiter.